So, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Sorry, dass die letzten Tage kein Part mehr online kam. Das Ganze liegt irgendwie an einem Soundproblem, Mikrofonproblem, was ich vorher hatte. Hab jetzt ein neues Headset und hoffe, dass das Ganze jetzt alles im Griff ist. Und ja, dann machen wir jetzt direkt mit Minecraft Bioshock weiter und hören uns die Seeschnecke finden an. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Ja, glücklicherweise. Stell dir vor, er hätte sie nicht gehabt. Das wäre doch schrecklich gewesen, oder? Boah, komm her. Der war gut. Der war richtig gut. Moment. Und da ist er. Und hat natürlich nichts dabei. Naja, so, dann passen wir mal eben hier auf. Ne, Moment, so. Ja, so. Schnell hacken. Ja. Sollte jetzt einigermaßen machbar sein hier. Hoffe ich jedenfalls. So. Ja, gut. Dahin. So, ja toll. So. Und fertig. Perfekt. Nochmal kurz nach da vorne gehen. Leiche. Wir haben Timmy abgeholt. Sie haben. Ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben Timmy H. kurz nach Mitternacht abgeholt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen, oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Tim im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. 5380, hoffen wir mal, dass ich es mir merken kann. Komm nach Hause, Mascha. Mascha, Liebling, wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Roger zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Ich frage mich, ob auch du eines Tages aus deinem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's. Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich, geliebtes Kind. Ja, also, scheinen sich ja richtig üble Dramen hier unten abzuspielen, ne? So. Jetzt können wir den Zirkus der Werte hacken. Oh ja, ich sehe schon, das wird... unglaublicher Spaß hier. Ja. Ja, vielleicht noch schneller fließen. Ja, doch, geht noch. Ja, das ist gut. So, und der und dann ist das auch erledigt. So. Portemonnaie ist fast voll. Hören wir uns mal eben. Ja, holen wir erstmal hier ein bisschen irgendwie. Eine Spritze und Schrot holen wir uns mal wieder ein bisschen. Kann man immer gebrauchen. Und wir hören uns auf Fontaine aufpassen an. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er
gehört zu der gefährlichen Sorte von Downern, zu denen mit Visionen. Ja, also man merkt schon, Ryan hat irgendwie, ja, kann Fontaine irgendwie nicht leiden. Aber das wird sich alles noch später zeigen, warum und was das Ganze so für Hintergründe hat. Ja, und jetzt... ja, auch nicht schlecht. Fehlt einer, ne? Dann machen wir es so. Ja, anders geht's ja dann wohl nicht. So. So, gucken wir mal hier. Splittergranate, Splittergranate. Perfekt, drei Granaten sind auch gut. Okay, Kamera sieht wie ja. Eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Ja, so super. Wird jetzt gleich ein bisschen haarig. Ich hoffe, ich überstehe das. Sterb hier nicht. Ja, ihr seht schon, hier wird man beschossen. Aber nicht nur von einer Seite. Nein, gleich von allen irgendwie. Deshalb ist das hier irgendwie... Das ist eine relativ blöde Stelle, finde ich. Also hier hat man irgendwie nie Ruhe. Und wird beschossen, bis einem der Scheitel wegfliegt. So. Das finde ich jetzt passende... Ah, doch. Perfekt, so. Andere Richtung und dahin. Perfekt. So. Dann mal eben schnell den hacken. Das war noch längst nicht alles. Kommen noch zwei weitere Gerätschaften auf uns zu. Aber die... Wenn man hier die ersten mal weg hat, dann geht das eigentlich wieder. Was mache ich denn? So. Dahin. Nein, der hier und da der. Würde ich sagen, ne? So, ist auch gehackt. Wow, stopp, stopp, stopp. Ja, ihr seht, das ist, ja, die hören nicht auf. Hilfe. Verdammt. Schnell dahin. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht abgeschossen. Das wäre unerfreulich irgendwie. Läuft nämlich gerade eigentlich relativ gut. So, so. Komm schon. So, und jetzt schön waagerecht hier. Das. Ja. Das ist doch super hier. So. Wieso hatte den Kurzschluss? Das war doch. Das lief doch super durch. Hä? Das hatte ich damals schon, dass ich irgendwie Kurzschlüsse hatte, obwohl es eigentlich keine hätte geben dürfen. Hat mich da auch immer ein bisschen gewundert. So. Geht auch hier so, da. Jetzt brauchen wir noch zwei Waagerechte und dann haben wir es. So. Nein, drei Waagerechte. Jetzt noch zwei, einer und so, geht doch durch. Also, wow. Über der Treffer. Boah, dann lässt sich der nicht hacken, Leute. Ist ja auch nicht schlecht. Wo zur Hölle schießen die eigentlich gerade drauf? Hilfe. Ja. So. Ja, aber das sollte jetzt... Sollten wir es einigermaßen überstanden haben. Ob man es glaubt oder nicht. Ja. Dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. So. Ja, hier wunderschön. Hände waschen nach dem Klo, ne? So muss man das machen. Man ist ja, hat ja eine gewisse Vorbildfunktion, ne? So, okay. Schrot habe ich schon Unmengen dabei. Auch nicht schlecht. Wo kommen die denn her? Ach, egal. Naja. Dann gucke ich mal. Oh, da. Warte mal eben. Na, Schrot, ich habe genug.
Oh, ich habe mehr Schrot, als ich jemals verschießen kann hier. So. Jetzt kann ich mir allerdings welches holen. So, Granatenwerfer. Und ein Tagebuch. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler den Henker aufzunehmen. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke von ihnen. Ja, so sieht das nämlich aus. Und irgendwie scheint man hier alles hacken zu können. Egal wie primitiv und alt die Systeme sind, es ist alles irgendwie hackbar. Sehr interessant irgendwie. So, was finden wir hier? Personenkugeln, wärmesuchende Panzergranaten und Geld. Ja, was will man denn mehr? So, perfekt. Schrot voll. Ein bisschen ionischer Schrot ist auch immer praktisch. Ups, das war ein Wein. Ah, noch ein. So, und jetzt... Oh. Da war ein Rohr. Ja, der Rausch hat jetzt wirklich lange angehalten. Ja, gucken, was hier ist. Ne, hier ist nix. Ja. Ja gut, da waren wir gerade. Dann können wir jetzt hier wieder gehen. Soweit ich weiß, jedenfalls. MG kann ich immer noch nicht aufnehmen. So, wow, das war knapp. So, wunderschön. Ist hier ein Big Daddy? Oh, hier ist ein Big Daddy. Der holt sich gerade eine Little Sister, glaube ich. Ja, perfekt. So muss das laufen. Gut, das war jetzt vielleicht nicht so intelligent. Komm schon, komm. Komm. Oh, der hat gesessen, würde ich sagen. Komm, lad nach. Ja, der hat verkackt. Also der hat's. Der ist am Ende. So. Noch eine. Und die letzte. Zack, tot. Und die. Sorry, aber. Ne, der steht nicht mehr auf. So. Ich glaube, dann habe ich auch alle hier befreit. Hoffe ich jedenfalls. Muss ich mir jetzt irgendwie nachgucken. Oh, und wir sind steinreich. 340 Adam. Oder? Moment. Ja, doch, wir haben alle befreit hier. Perfekt. Gut, dann können wir jetzt weiter, obwohl ich gerade nicht mehr weiß, wo es weitergeht. Wird sich zeigen. Nochmal eben hier gucken. Ja doch, wir müssen hier lang. Das. Doch, das ist klar. Ach so, ja. Hier lang. So. Stirb. Weg. So. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich... Ja, was haben wir jetzt? Eine Gendatenbank. Schrot, was wir nicht gebrauchen können. Ja, dich auf jeden Fall. So, und wir haben hier das Objekt der Begierde, die Kamera. So. Fotografiere Gegner mit der Kamera, um sie zu erforschen. Jeder Gegnertyp hat ein einzigartiges Set verschiedener Forschungsboni. Versuche, ein Foto von dem Splicer auf der anderen Seite der Scheibe zu machen, wobei du das Motiv zentrieren und heranzoomst. So. So. Das
Spider-Splicer Forschungsfortschritt. Foto hat eine A-Qualität und wir sind Level Up. Erhöhter Schaden, Splicer sind anfällig gegen Antipersonenkugeln und Elektrizität. Das weiß ich eigentlich alles schon, aber egal. Und hier haben wir wieder einen Bekloppten. Ist hier jetzt irgendwie nichts Neues, ne? Hau ab! Schwester, ey. Nee. Stören aber auch lange, ne? Meine Güte. Nun, wir finden ein neues Plasmid-Sicherheitssender. Nerven Sie diese verdammten Sicherheitskameras, markieren Sie Ihre Feinde mit unserem fotoelektrischen Insekten und schon sind die Kameras und Geschütze Ihre besten Freunde. Holen Sie sich noch heute... holen Sie sich... Ja, doch, Security Bullseye noch heute. Packen wir das mal auf, Telekinese ist jetzt schwer. Abfackeln benutze ich eigentlich gar nicht, deshalb nehme ich das. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Jo, sehr praktisch. So, und so läuft das. Und er wird jetzt beschossen. Boah, den Hut vom Kopf geschossen. So, tot. Perfekt. Ja, dann direkt mal gucken hier, ne? Ist allerdings ein bisschen ungünstig mit der Kamera. Nee, hacken lohnt sich hier nicht. Machen wir sie lieber kaputt, so. Und hacken dafür den hier. Ja, stopp, stopp, stopp. Himmelswillen ist das hier. Boah. Also manchmal sind die wirklich übermenschlich schwer gestaltet, finde ich persönlich. Hier zum Beispiel so einer. Hatte ich ja letztens schon mal, glaube ich, oder irgendwie, dass ich hier überhaupt nichts hinsetzen konnte. So, jetzt ist da auf. Da kommen wir aber nicht durch. Und wir hören uns die Entdeckung des Adam an. Könnte interessant sein. Diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Ich kann die DNS verändern. Ein Schwarzer kann als Weißer wiedergeboren werden. Ein großer Mensch als Kleiner. Ein schwacher Mensch als Starker. Aber die Schnecken allein sind nicht genug. Ich werde Geld brauchen. Und noch etwas anderes. Ja, es scheint also alles nur durch diese komischen Seeschnecken gefunden worden zu sein mit dem Adam. Naja, scheint ja eine besondere Schnecke zu sein. Es ist schon amüsant. Und wir hören uns. Eden hat ein Leck an. Und Adam, Adam Atlas unterbricht uns natürlich. War ja klar. Ja. So, wir hören uns jetzt an. Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Jetzt hat auch noch unsere Wasserversorgung ein Leck, so wie es aussieht. Wirklich, das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Als wir diese Stadt gebaut haben, habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen Sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasserkanal. Er meinte nur, nein, McDonald, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Garten Eden. So. His words, my hope, secure. Wo ist die denn? Hopp. Wow. So. Holen. Auch holen. Da müssen wir lang. Oh, wer singt denn hier? Ja, komm her. Mein Kind, mein!
schnell noch ein Foto geschossen. Qualität A. Perfekt. Ja. Oh, ich wollte ihr gerade eins damit scheuern. Verdammt. Oh. Wow. Stopp. Ja. Und danach greifen uns die Dinger direkt selber wieder an. Spider-Splicer-Organ. Nicht schlecht. So. Okay, das hat gerade hart geleckt. Ist richtig. Und wir finden Geld, Geld und Geld. So. Maschinengewehrmunition haben wir ja mehr als in Hülle und Fülle. So. Gut, dann nehmen wir hier noch Bandagen mit. Einen Film kann man auch immer gebrauchen. So, was haben wir noch hier? $23. Ein Film. Oh, ein Pep-Riegel. Gut, noch einer. Essen wir auch noch. Man muss nehmen, was man kriegen kann hier. Sonst ist man verloren. Gut, dann würde ich sagen, wie viel Geld haben wir gerade? Mal eben gucken. Willkommen im Zirkus der Werte. Okay, wir brauchen nicht wirklich irgendwas. Deshalb hacke ich den jetzt gar nicht erst. Hahaha. Ja. Boah, das Lachen ist auch grausig. Todesstrafe in Rapture, hören wir uns das nochmal eben an. Die Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Tja. Hopp. Nee, nee. Nicht mit mir. Weg. Doppelt geschockt, aber egal. So, dann nehmen wir mal kurz hier mit, was wir finden, was wir hier finden können. So, okay. Dann würde ich sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Hoffe, er hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.